Also das Gesicht ist schon gewaschen und auch mit einem Gesichtswasser geklärt. Ich benutze so ein Rosengesichtswasser. Und ja, dann wollte ich euch mal zeigen, was ich so für Produkte nehme. Also ich habe jetzt nicht so die schönste Haut von Natur aus. Das sieht man vielleicht manchmal, manchmal vielleicht auch nicht, weil ja, fast jede Kamera heutzutage sowieso schon einen Filter drauf hat, ne? Ja, aber sie ist schon besser geworden, die Haut im Laufe der Jahre. Ich benutze seit geraumer Zeit, das ist auch schon das dritte Mal, dass ich mir das nachgekauft habe, dieses Gesichtsspray. Das ist so milchig. Und ich habe das Gefühl, das ist wirklich gut für meine Haut. Das ist von Pixi. Habe ich mir bei Flaconi mal bestellt. Ist ein bisschen teurer, aber ich finde es gut irgendwie. Das schüttet man ein bisschen. Das ist unbezahlte Werbung alles, ne? Alles selbst gekauft. Ja, das sprühe ich mir jetzt nochmal so ins Gesicht. Lass das einwirken. Sehe ein bisschen verquollen aus, ne? Aber gut. In der Zwischenzeit, wo das einzieht, kämme ich mir mal die Haare durch. Ich bin echt am Überlegen, ob ich mir die jetzt mal färbe oder töne, weil jetzt kommt wirklich schon einiges an Grau durch, ne? Jetzt die letzten Jahre kann ich dann doch nicht mehr mein wahres Alter verbergen. Das ist aber auch nicht schlimm. Aber ich weiß es auch noch nicht. Mal gucken, ob ich mir die färbe oder. Also meine Mutter zum Beispiel, die hat richtig schönes Grau. Also das ist so ein Weißgrau. Da denkt man eigentlich, dass sie sich das so gefärbt hat, ist aber nicht. Also wenn meine Haare so werden würden wie bei meiner Mama, diese schöne weiße, weiß, grau, ist ja fast gar kein Grau, dann würde ich die auch nicht färben. Also ich habe zurzeit wirklich drei Farben in den Haaren. Das Dunkle, die silbernen grauen Strähnen und dann habe ich, je nachdem wie die Sonne drauf scheint, auch immer so einen kleinen rötlichen, rotbraunen Touch, also so ein paar Strähnen. Ich will auch unbedingt zum Friseur. Aber das ist immer nicht so einfach mit meiner Angsterkrankung. Das gestaltet sich leider immer schwieriger als man denkt. Es ist nicht nur, dass ich das Haus verlassen müsste, sondern auch, dass ich halt termingerecht sein muss. Und
Und dann kommt noch so die Angst dazu, dass jemand Fremdes mich ja quasi sehr, sehr nah berühren muss. Und ich halt in einer Situation bin, wo ich ja ausgeliefert bin, ne? Ja. Na, irgendwann werdet ihr mich mit kürzeren Haaren sehen. Irgendwann klappt das. So, jetzt ist das ein bisschen eingezogen. Und derzeit nehme ich ein Serum von Jungglück. Vitamin C Serum ist das. Ich bin nicht so der Serienfan. Aber ich habe nur mal einige hier und die muss ich auch irgendwann mal aufbrauchen. Ich habe eigentlich immer das Gefühl, dass Vitamin C im Gesicht mir nicht so gut tut, dass ich da dann immer zum Pickel neige. Aber dieses, finde ich, ist okay. Also da mache ich mir ordentlich was drauf. Und das zieht auch wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr gut ein. Und was ich hier gut finde, ist, dass die Pipette so einen Knick nach unten hat. Nämlich manchmal passiert mir das mit anderen Pipetten, dass ich das so mache. Und mir dann ins Gesicht träufeln würde und mir das alles aufs T-Shirt fällt. Ich habe hier einen Spiegel, deshalb gucke ich da mal rein. Also da mache ich wirklich großzügig. Auch nicht nur einmal, werdet ihr gleich sehen. War jetzt erstmal die erste Ladung. Und zieht sofort ein auch. Also es hinterlässt auch kein irgendwie so ein öligen Rest. Also ich mache da wirklich viel drauf, weil ich denke, viel hilft viel. Nee, weil ich einfach merke, dass meine Haut das richtig aufzieht und aufsaugt. Und wir wissen alle, Moment, den Hals natürlich. Wir wissen alle, dass gerade, wenn wir keine Teenager und junge Frauen mehr sind, dass Feuchtigkeit das A und O ist gegen. Oh, hier habe ich es noch gar nicht verwischt. Gegen Hautalterung. Das ist super, super wichtig. Ich gucke hier mal im Spiegel. Und ihr werdet es nicht glauben, aber ich mache noch mal was. Wer das so einzieht.
Ich klopfe das noch ein bisschen ein. Es ist wirklich super. Aufgezogen in die Haut. Das ist, wie gesagt, von Jungglück. Ich weiß nicht, ob das mal in einer Mystery Bag drin war oder in einem Adventskalender oder ob ich mir das mal bei Pink Panda bestellt habe. So, und dann benutze ich seit einiger Zeit diese Creme von Ciara, oder wie das heißt. Das ist meines Erachtens die polnische, eine polnische Firma. Jedenfalls sieht man diese Firma ganz, ganz viel in Polen. Da gibt es wirklich alles von, also ob Haarshampoo, Duschgel, Schaumbad, Peeling, alles fürs Gesicht, alles fürs Haar. Also ich finde, also die Produkte, die ich bisher von der Firma hatte, sind bisher alle gut gewesen. So, und das ist eine Gesichtscreme mit Gurke und Minze. Ist erstmal, also Gurke kennt man ja, also das gab es zum Beispiel früher bei uns in der DDR. Kann ich mich sehr gut erinnern, dass meine Mama immer Gurkenmilch und Gurkengesichtswasser genommen hat. Und das ist jetzt hier so eine Creme mit Gurke und Minze. Ja, man riecht auch die Minze ein bisschen. Aber ich finde es wirklich angenehm. Und was ich an dieser Creme gut finde, ist, die hat so einen leichten mattierenden Effekt. Obwohl das gar nicht draufsteht. Also es ist eine ganz normale Gesichtscreme. Ja, und die mache ich mir. Die ist auch so ein bisschen so ein bisschen mintgrün. So. Die benutze ich jetzt so ungefähr ein, zwei Wochen. Immer schön den Hals. Nicht vergessen, Ladies. Ganz wichtig. Also es ist auch ein super angenehmer Geruch, also für meine Verhältnisse natürlich. Es kann sein, dass andere den Geruch nicht so schön finden. Aber ich finde, das ist eigentlich ein ganz, ganz dezenter Minzgeruch. So. Ich nehme mir noch ein bisschen was für den Hals.
Also die Creme werde ich definitiv mir auch nachkaufen, weil ich finde die wirklich super angenehm. Und wie gesagt, was ein schöner Effekt ist, wenn man so ein bisschen zu glänzender Haut neigt, fettiger Haut oder so die T-Zone halt. Bei mir habe ich den Eindruck, wirkt sie wirklich auch mattierend. Ja. Ja, und das ist jetzt eigentlich so alles, was ich mache. Ich kann dann natürlich mein kleines Wunderdöschen noch benutzen. Schon Jahre. Und zwar, das kennt ihr auch. Das habe ich schon ganz, ganz oft benutzt. Und zwar ist das so eine Abdeckcreme, die aber wirklich super, super abdeckt und deckend ist. Und ja, natürlich habe ich auch ein paar Unreinheiten. Und die decke ich mir natürlich damit ein bisschen ab. Wartet. Lässt sich wirklich auch gut auftragen und verblenden. Ich mache das wirklich mit den Fingern. Immer habe ich das Gefühl, dass ich da, wo die Brille ist, da kriege ich auch immer so Druckstellen. Ich mache natürlich fast jeden Tag meine Brillen, Bügel und so sauber. Falls das jetzt kommen sollte, als Erklärung. Also so richtig schminken, so mit richtiges, flüssiges Make-up, das mache ich gar nicht mehr. Also vielleicht, wenn es hochkommt, zweimal im Jahr, zwei, dreimal. Das mache ich nicht mehr. Also früher habe ich das immer gemacht. Also als ich so in den, ja, von 18 bis, keine Ahnung, 26,
So, und jetzt mache ich dann nur noch ein leichtes Puder drauf, um das zu fixieren. Mache ich aber, wenn ich nur zu Hause bin, nicht, ne? Da mache ich das nicht. Da mache ich wirklich nur die, hallo, die, ja, das Gesichtsserum und die Creme, Gesichtscreme. Aber jetzt für euch. Ups. Mache ich mal ein bisschen. Jetzt im Sommer müsste ich eigentlich ein bisschen dunkleres Puder nehmen. Ein bisschen. Meine Sommersprossen kommen auch schon sehr raus. Und so ein bisschen so Pigmentflecke. Und ein bisschen Farbe im Gesicht ist schon. Auch wenn man das jetzt im Video überhaupt nicht sieht, da sehe ich aus wie eine weiße Kalkwand. Das kommt aber daher, dass ich wirklich den ganzen Tag hier im Schlafzimmer das Sonnenlicht volle Kanne reinkommt. So. Das war's. Dann mache ich mir noch ein bisschen Lippenpomade drauf. Das ist auch ein Vitamin C. Gestern hatte ich mir wieder ein anderes drauf gemacht und heute habe ich gleich wieder gemerkt, Pickelchen um den Mund herum. Ich vertrag nicht alle. So. Das ist es eigentlich grob. Ich könnte jetzt noch ein bisschen. Ich gucke mal, ob ich hier das Rouge. Nee, ich könnte noch ein bisschen Highlighter machen. Dann machen wir das mal, ne?
Eigentlich wollte ich mich gar nicht schminken. Aber pass mal auf, da wir jetzt so gut im Flow drin sind. Moment. Dann gucken wir mal. Wenn ich das mal aufkriegen würde. Ich krieg's nicht auf. Ich nehme mal das. Das mache ich jetzt aber auch nur mit den Fingern. Schauen wir mal. Oh, okay. Oh. Ich habe jetzt keinen Pinsel hier, der ist im Bad. Ich muss aber sagen, ich mache auch immer viel mit den Händen. Auch so, wenn ich mal flüssiges Make-up benutze oder Concealer, dann mache ich das eigentlich immer mit den Fingern. Irgendwie habe ich da das Gefühl, dass ich das besser verteilt und auf der Haut bleibt. Also gerade mit so einem Pinsel oder Schwämmchen finde ich, wenn man da jetzt also flüssiges Make-up oder Concealer benutzt, finde ich, bleibt sehr, 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 sehr viel Produkt ja, im Schwamm. Ich mache mir auch immer gerne ein bisschen Glitzer hier so vorne. Das macht das Auge optisch ein bisschen größer, sagt man. Und manchmal mache ich mir auch ganz leicht ein bisschen am unteren Wimpernkranz, aber nur ganz, ganz, ganz bisschen. Und auch gerne hier so ein bisschen. Das geht ja dann quasi über zum Highlighter, den ich, oder Bronzer, den ich mir aufgetragen habe. Ups, Entschuldigung. Es geht, es ist ganz dezent, man sieht nicht wirklich was. Und nee, es geht. Und ich mache mir noch ein bisschen Highlighter auf die Nase und
aufs Lippenherz. Okay. Jetzt müsste ich eigentlich noch ein Bürstchen haben, wo ich ein bisschen meine Augenbrauen in Form bringen kann. Betonen brauche ich die ja nicht. Ich habe reichlich davon. Ja. Und das war jetzt so ein bisschen so die Produkte, die ich benutze. Den Bronzer oder Highlighter und Lidschatten jetzt aber sehr, sehr selten. Ach ja, und dann mache ich noch zum Schluss dieses Fixierspray von Essence. Das ist auch ganz gut. Ja. Und das war's. Man sieht nicht viel, ne? Aber ist ein bisschen was für die Seele, für den Kopf, dass man sich selber ein bisschen pflegt und ein bisschen schön macht. Na gut, meine Süßen, das war's. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und vielleicht könnt ihr mir mal reinschreiben, welche Gesichtscreme ihr empfehlen könnt und ihr sehr, sehr gerne benutzt. Würde mich freuen. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal, meine Süßen, meine Zauberwesen, meine Zuckerschnuten. Ciao, ciao. Und ich weiß nicht, vielleicht seht ihr das. Ich muss mal wieder alle meine Ohrringe reinmachen. Ich habe nur den hier oben immer drin und einen unten. Aber hier habe ich noch zwei, glaube ich. Und hier habe ich noch drei Löcher. Ja. Okay, meine Süßlinge. Ciao, ciao. Thanks for watching. See you next time. Ciao, ciao.